Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 7 und ja, wie versprochen, werde ich mich jetzt um diesen Sarg, oh, oder auch nicht, um diesen Sarg kümmern, wollte ich eigentlich sagen. So, aber sehr schön, jetzt sehe ich auch, jetzt sehen wir auch Barretts drittes Wechsellimit. Ah, das geht ja voll auf die Augen. Das werden sie sowieso nicht überleben. Jawohl. Nice. Jo. Wunderschön. Dieser Sarg. Na los. Tu was. Ah, geht doch. Um mich aus einem Albtraum zu wecken. Wer ist da? Ich habe dich noch nie gesehen. Du musst gehen. Du hattest einen Albtraum. Ich habe dich geweckt. Du solltest mir dankbar sein. Ein Albtraum? Mein langer Schlaf hat mir die Gelegenheit gegeben, Sühne zu leisten. Was sagst du da? Fremden habe ich nichts zu sagen. Verschwinde. Dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eures Albtraums. Das kannst du laut sagen. Was? Was weißt du? Ich erzähle dir mal was von Sephiroth. Wie du gesagt hast, dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eines Albtraums. Nein, das ist kein Traum. Das ist die Wirklichkeit. Sephiroth hat den Verstand verloren. Er hat die in diesem Haus versteckten Geheimnisse entdeckt. Sephiroth? Du kennst Sephiroth? Also, das geht nicht so einfach, doppelt zu sprechen. Fang du an. Bla 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 bla. Und da, dann kam er hierher, dann Metzel und dann so weiter. So war das. Sephiroth weiß also, dass er vor 5 Jahren erstellt wurde. Und was ist mit... Was? Was ist das denn? Sephiroth weiß also, dass er vor 5 Jahren erschaffen wurde. Was ist mit dem Genova-Projekt? Das ist doch totaler Schwachsinn. Sephiroth ist ja viel älter als 5 Jahre. Er war verschollen. Und ist erst nach kurzem wieder aufgetaucht. Er hat viele Leben auf dem Gewissen. Jetzt sucht er das verheißene Land. Jetzt bist du dran. Tut mir leid, ich kann nicht reden. Hey, du verdammter Mistkerl. Ihr habt mir eine weitere Sünde auferlegt. Jetzt werde ich noch mehr Albträume als zuvor haben. Bitte geht jetzt. Ja, ein sehr komischer Typ, dieser Junge hier. Aber ich rede natürlich nochmal mit ihm. Du bist immer noch hier. Wer bist du? Sag uns wenigstens, wie du heißt. Ich war in der Shinra-Produktionsabteilung, in der Verwaltungsforschung, auch bekannt als Turks. Ich bin Vincent, schönen guten Tag. Vincent. Die Turks? Das war mal. Mit Shinra habe ich nichts mehr zu tun. Und du? Cloud, Ex-Soldier. Du hast auch zu Shinra gehört. Kennst du Lucretia? Wen? Lucretia. Die Frau, die Sephiroth gebar. Gebar? Ist Genova nicht Sephiroths Mutter? Ganz falsch ist das nicht, aber es ist nur eine Theorie. Eine wunderschöne Frau gebar ihn. Lucretia war diese Frau. Sie war die Assistentin von Professor Gast vom Genova-Projekt. Wunderschöne Lucretia. Ein Experiment mit Menschen? Das Experiment konnte beim besten Willen nicht gestoppt werden. Ich konnte sie nicht abhalten. Das war meine Sünde. Ich habe zugelassen, dass die,
die ich liebte und am meisten bewunderte, das Schlimmste erleben musste. Und seither schläfst du in einer Kiste? Erzähl keine Märchen! Ob er noch irgendwas zu uns zu sagen hat? Lasst mich schlafen. Lasst mich schlafen. Ja, ist ja gut. Na, dann lasse ich ihn schlafen. Warte. Jui, da komme ich angeflogen. Wenn ich mit dir komme, werde ich dann Hojo treffen? Keine Ahnung, aber wir suchen ihn und Sephiroth, also früher oder später. Lucretia. Okay, ich habe beschlossen, mit dir zu kommen. Was? Als ehemaliger Türk kann ich euch vielleicht helfen. Na gut. Super! So, wen werfe ich denn dafür raus? Bevor ich hier überhaupt jemanden rauswerfe, müsste ich... Also ich werde Barret rauswerfen, weil auch er hat eine Knarre. Welche Stufe hat er denn? 31 würde also sogar super in unsere Gruppe hier passen. Ja, dafür müsste ich natürlich erstmal die Materia und so weiter von... Also die Substanzen... Langsam reicht es mir mit Materia. Die Substanzen von Barret entnehmen, bevor ich überhaupt was machen könnte. Ah, dafür ist das schon ein ziemlich schmucker Typ, dieser Vincent Valentine. Bam. Ja, der hält auch nicht so viel aus. Wie gesagt, alles Gegner, mit denen habe ich hier gelevelt. Aber die geschenkten Erfahrungspunkte nehme ich natürlich gerne nochmal mit. Oh. Ist er von seiner Stange gefallen? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ja, aber auch da rumzuzappeln, kriegt so einen Gnadenstoß von uns hier. Ey! Geht doch. Herrliches Ding. Und ja, auch fast wieder ein weiteres Level Up. Ja, ich habe jetzt alle spielbaren Charaktere. Das ist schon mal super. Das macht natürlich die Gruppendynamik wesentlich angenehmer, weil jeder hat so seine Vor- und Nachteile und jeder hat seine eigene individuelle Story zu erzählen. Am wenigsten weiß man ja bisher von Kate Sith und von Yuffie. Aber auch das wird sich noch ändern in diesem Spiel. Dafür werde ich schon sorgen, keine Panik. Achso, ich sollte vielleicht auch erstmal mich heilen, weil danach geht es nämlich in die nächste Etappe und zwar... Mount Nebel. Ja, ich möchte bitte ein Zimmer. Das macht 100 Gil, da kriegst du. Gute Nacht. Das ist ein wunderschöner Schlafsong. Und jetzt wird ganz schnell wieder aufgewacht. Ja, einmal einen Schluck Kaffee. Und weiter geht's. Nebenbei auch der Soundtrack von Final Fantasy 7. War so eine Sache, die ich so geil fand. Ich überlege gerade ernsthaft. Ja, ich mache das, damit ihr auch mal Winston seht. Ich weiß, das geht eigentlich auch noch viel schneller, aber ich musste hier ein bisschen Zeit schinden. So. Und Vincent, du darfst mit für Barret. So. Und du kriegst natürlich jetzt auch Materia ausgerüstet. So, jetzt muss ich mal überlegen. Ja, als allererstes kriegst du hier die ganzen... Achso, das bringt so nix. Die ganzen... Hey! Frechheit. Was ist das hier eigentlich? Gewitter? Die ganzen Aufrufe hier in die Ecke. Achso, das waren nur die drei. Aha, Analyse noch. Feintechnik. Ach ja. Gut, dann kriegt Cloud demnächst Schutz. So, Feintechnik.
Erde, Gewitter, alle, ach Blödsinn, Nebenwirkungen. So, Cloud bekommt jetzt Nebenwirkungen. Genau, das war ja richtig. Ach, ich nehme jetzt überhaupt keinen Schutz. Fertig, aus. So, dafür speichern wir hier nochmal ab. Kaching. Und dann geht's jetzt los. Ab zum Mount Nibel. Ja, ja, steh mir nicht im Weg rum. Oh, dann bin ich wieder draußen. Hier hätte ich auch nochmal abspeichern können. So. Und da sind wir. Oh, ein herrlicher Empfang. Hallo, Ias. Der Schaden ist ganz okay, den sie machen. Aber viel aushalten tun sie nicht. Eine Gruppenfolge sozusagen. Ja, das ist wirklich nicht so toll. Na, das hätte mal eher kommen können. Hätte uns den Kampf gut erspart. So. Und herrlich. Noch ein bisschen Level up zwischendurch. Oh, ich musste hier mal ganz kurz nochmal Vincent Limits. Achso, der hat schon Limit. Vincent hat einen großen Nachteil, und zwar, sobald er in seiner Limit-Attacke ist, also generell in seinem Limit ist, kann man ihn nicht mehr steuern. Das kann man als gut oder als schlecht ansehen, weil er hat auch mit seiner einen Limit-Attacke auch sehr viel Gutes. Ich drücke hier einmal mal kurz Select. Ich schaue mal, dass ich hier noch ein paar Kisten mit einräumen kann. Ah, super. Das ist sogar die hier oben. Runenschwert, herrlich, das ist super. Das werden wir uns natürlich dann gleich mal aneignen hier. So. Achso, das ist super. Ich hatte schon Panik, dass ich hier irgendeine Alle oder so jetzt verbaut hätte. Nee, aber das ist schön. Cloud hat jetzt sogar ein neues Schwertchen bekommen. Das ist natürlich perfekt. So, darf auch gleich mal auf seinem neuen, auf einen neuen Gegner, den wir vorher noch nicht kennengelernt haben, gleich mal ausprobieren. Ja, 400 Schaden ist ganz nett, ist jetzt nicht so die Welt, aber hey, besser als nichts. Gut Schaden reinbekommen diese Runde hier in diesem Kampf. Aber gut, nichts, was man nicht wieder kurieren kann. So. Ein paar Tränke gespielt. Fertig ist es. Das finde ich auch noch klasse an diesem Spiel hier, dass man echt auf seine Ausrüstung aufpassen muss. Also jetzt im Sinne von, was man dabei hat. Gerade auch, dass man genügend Tränke vorrätig hat. Also das Geld ist hier echt schon ordentlich was wert. Ah, und mir fällt gerade ein, wir haben ja Odin neu dazu bekommen. Das werden wir natürlich gleich mal... Den kommt jetzt mit Schokomok an hier. Das werden wir gleich mal nutzen, um euch mal Odin zu zeigen, wenn die jetzt nicht alle nacheinander draufgehen sollten. Nö, Odin sehen wir jetzt auch nochmal anscheinend. Herrlich.
Ja. So sehen schöne Kämpfe aus. Gut, aber an dieser Stelle dann halt eben auch erstmal wieder einen kleinen Cut. Bis später.